Hallo Tauschmesse-Freunde, herzlich willkommen zum neuen Video. Heute schauen wir uns in der Einzelvorstellung nochmal das Spider-Code Drunken an. Ich finde, das ist ein richtig cooles Teil. Hat nochmal hier hinten so einen dunkel-violett-blauen Backspacer eingesetzt. Und eigentlich wunderschöne Carbon-Griffschalen. Die haben ja nochmal ganz feine Wellenrillen drin. Und bietet einen sehr guten Grip. Ja, es hat eine etwas komische Form, aber wirklich dadurch eine sehr gute Handlage. Und diese gerundete Sheepfoot-Klinge hier hat wunderbare Schneideigenschaften. Hier haben wir Spyderco CPM S90V, guter Stahl, Carbon-Titan, nur feinste Zutaten. Sinkevich Design, kommt aus der Taichung Fabrik in Taiwan. Die gleichen Feinwellenmuster haben wir nochmal auf der Titan Frame Lock Seite und der gleichen Farbe in diesem dunkelviolett haben wir auch nochmal diesen Clip und die Klingenachse, die Schrauben der Klingenachse. Kein schlechtes Messer. Vielleicht ein bisschen ungewöhnliches Design, aber mein Spider-Kurs haben gute Handlage und wie hat er da immer erklärt, Mutter Klässer, ne? Wie hat sein Vater immer gesagt, als erstes designst du die Schneide, dann die Klinge dazu und dann der Griff. Also ganz klar Function for Design. Darum kommen manchmal so ein bisschen verrückte Sachen bei raus. Aber ich finde, sieht gar nicht so schlecht aus und die Handlage ist klasse. Wir haben auch nochmal schönes Stahleinsatz hier drin, damit es nicht zu einem Sticky Lock kommt. Wird sauber angesogt, sitzt mittig, läuft auf massiven Washer. Cooles Teil. Das Drunken Größenvergleich zum Pioneer. Schon ein bisschen größer. Nicht schlecht, cooles EDC, gefällt mir inzwischen ganz gut. Backspacer verjüngt sich hier drin so ein bisschen, dadurch kommt es hier zu diesem Spalt, der aber gewünscht ist. Hier so ein bisschen dann integrierte Lanyard Hole. Cooles Taschenmesser, nicht schlecht, mal was anderes. Sieht aber gut aus und ja, ab damit ins Videoarchiv. Ciao, Freunde.